So, liebe Achterbahn-Fans und Freizeitpark-Fans, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play von Planet Coaster in unserem gemeinsamen Park. Und ich würde mal sagen, los geht's direkt nach dem Intro. Viel Spaß! So, herzlich willkommen nochmal hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play von Planet Coaster. Und ja, letzte Folge haben wir ja ein bisschen was an Thematisierung an ein paar Fahrgeschäften gemacht, haben die Achterbahn ein bisschen neu ausgerichtet, den Thunder hier ein bisschen umgestaltet, bearbeitet und ja, ich würde mal sagen, jetzt in dieser Folge ist es dann eigentlich mal auch wieder soweit, wir bauen was Neues. Die Frage ist nur, was denn? Ich würde gerne das hier bauen. Weiß ich nicht. Ich habe nämlich sowas im Internet gesehen. Ich würde es nämlich gerne dann hier hinsetzen und damit Steine drumherum verkleiden. Wisst ihr? Dass das praktisch aussieht, als würde das in einem Steinkreis fahren. Aber auf der einen Seite sieht das auch wieder wie Scheide aus. Ja. Was könnte man denn dann bauen? Und seht ihr, das meinte ich eben in der letzten Folge. Man hat nicht so viel Auswahl an diesen Geschäften. Ich finde das viel zu wenig. Warte, für die Kinder? Nee. Scheiß auf die Kinder. Nee, machen wir mal hier das hier. Na komm, mach mal das. Ja, ist auch gut. Da habe ich wenigstens eine Idee, was ich damit bauen soll. So, kann man nämlich direkt schon mal alles umändern in schwarz. So, das kann bleiben. Genau. Beliebige Besetzung, Preis 0, bla bla bla. Das ist alles schon so in Ordnung. Gut, das stimmt auch soweit alles in Ordnung. So, lalala. Ich bin so doof, ey. Warum machen wir es nicht anders? Wir machen jetzt einfach Raster auswählen. Und nehmen die kleine Breite davon. Nein. Raster auswählen. Mache ich doch. Raster auswählen. Nein, das ist nicht Raster auswählen. Ey, mein Güte, ey. Okay, ich blick da gerade jetzt nicht so wirklich durch, wieso das jetzt nicht gehen mag. Nervt mich jetzt ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, aber na gut, kann ich nichts machen. Nee, finde ich beschissen. Ganz ehrlich, finde ich jetzt richtig beschissen. Ich will doch Raster auswählen. So, Rasterausrichtung. Blockiert. Ja, aber wieso?
So, 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 so. So, vielleicht klappt das ja jetzt hier. Nein. Natürlich nicht. So. Gott, ey, machen wir es eben so. Dämliches Spiel. So, boah. Nein. Ich hatte irgendwas, das konnte man benutzen dafür. Da, Baucontainer, haha. So, Thematisierung wird nämlich eine Baustelle. Ne? Okay. So. Schauen wir mal, ob wir das hier genau so hinkriegen, dass wir das Ding verschwinden lassen können. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Jawohl. Okay, ab da schon nicht mehr. Hallo. Schauen wir mal, dass wir es richtig ausgerichtet bekommen hier. Endlich mal. Wow. Wir haben es ausgerichtet bekommen. Naja, da würde ich es jetzt nicht hinmachen, ungefähr. So, hier aber, oder? Jawohl. So, dann schauen wir mal hier, ob wir hier schon direkt so eine Art Häuserfront hinsetzen können. Das wäre natürlich jetzt richtig genial. Kommt ein Kamin ran. Ist okay. Nein. So, jetzt ist die Frage, wo haben wir denn Kamine? Da haben wir Kamine. Jawohl. Aber natürlich alles so dämlich jetzt, ne? Säule. Sache, wir haben da echt eine Säule, ist ja Wahnsinn.
So. Effekte. Ja, super. Das sieht doch schon richtig nach guter Baustelle aus hier. Naja, Baucontainer ist auch wieder was anderes, aber naja, gut. Das ist eher gesagt Baustellen, Hausfront, so rum. Ich habe aber auch noch irgendwo einen Baucontainer gehabt. Das sieht dann... Jurassic Park? Ne. Da. Laden, Container. Das sieht aus wie ein Baucontainer. Haha. So, holen wir nämlich hier das Gestell raus. M. M. Auf fertig. Nein. So. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier schon ein paar Fenster einbauen können. So, ja, sicher können wir das. Schaut doch mal. Auf welcher Höhe habe ich die denn? Auf der hier, ne? Ungefähr, ja. So, und so. So, dann könnten wir rein theoretisch... Türen und Fenster. Ey. Boah, diese Kamera, die spinnt in letzter Zeit. Oh, das ist ja der Obershit. Türen da. Normale dämliche Eingangstür. Nee. Dann müssen wir hier mal kurz was beenden. So, dann können wir nämlich das echt wie eine Baustelle aussehen lassen hier. Das wird doch richtig geil, Leute. Das sieht doch richtig nice aus. Oh klar, da werden wir noch was verändern jetzt gleich. Keine Sorge. Ja, Leute, das sieht doch schon mal richtig Hammer aus jetzt. Jetzt haben wir so eine Art kleine Baustelle. Das sieht doch gut aus.
Was läuft denn da jetzt für eine Mucke? Laute der Sande, okay. Oh, hier gibt's noch so viel zu tun. Das passt, das ist synchron. So, machen wir jetzt dann noch so einen Brunnen hin. So, und dann hätten wir rein theoretisch die Vorderseite des Hauses schon mal. Oh. Jetzt habe ich eins nicht bedacht. Haha, wir müssen ja noch irgendwie den Weg anbringen. Den habe ich jetzt total vercheckt. Shit. Shit, den habe ich jetzt echt vergessen. Wir müssen einen kleinen Anstellweg machen. Den habe ich jetzt echt vergessen. Gar nicht gut. So, das haben wir dann schon mal. Dann könnten wir hier das Schild hinmachen mit... Stopp, wo ist die Front? Hier ist die Front. So. Alles klar. Dann gehen wir auf die Gebäude wieder. Schild. Nö, das passt jetzt nicht so wirklich. Boah, das hier. Nee. Nein. Das soll ein Schild sein. Das ist doch kein Schild, oder? Doch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so richtig geschrieben ist. Das soll heißen der Kran. Das ist jetzt so ein bisschen kopiert wie aus dem ersten Community Park. The Crane. Nein, ich möchte gerne hier hin. So. So. Hier noch was hin, genau. Zack. Dann können wir nämlich die ganzen Fenster hier noch mitnehmen.
Jawohl. Ah, hier die Bretter, genau. Haha. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, Leute. So, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Von dieser Idee, ein Baustellentaming zu machen. Was ja auch eigentlich so mal gar nicht so schlecht wäre. Auch in echt jetzt, sag ich jetzt mal. Denn, boah, es kommt schon gut rüber, muss ich sagen. Oder Leute? Ich weiß es nicht. Ich finde, es kommt richtig geil rüber. Okay, das sind eigentlich Ständer für... ich glaube, von der Thematisierung her für eine Bühne oder sowas. Aber ich finde es gut als Baustellenleuchten. So, ist jetzt natürlich jetzt gerade nur schade, dass da hinten keiner rumläuft jetzt. Ja. So, ganz ehrlich, wir machen jetzt hinten auch nochmal einen Baustellencontainer hin. Ein Ladencontainer, tut mir leid, so rum ist er. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Jawohl. Läuft doch. Ja, Leute, könnt ihr gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Und ja, würde sagen, in der nächsten Folge eröffnen wir das ganze Ding. Würde mich freuen, wenn ihr dahin auch wieder einschalten würdet. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ein Abo, würde ich mich drüber freuen. Und verschickt dieses Video an alle eure Freunde, die gerne Planet Coaster sehen. Und ja, würde mal sagen, bis zur nächsten Folge hier auf meinem Channel. Bis dahin, habt noch einen schönen sonnigen Tag. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao.